Hallo. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Yo, ich habe jetzt die letzten 4 Tage nichts aufgenommen, weil ich einfach keinen Bock hatte. Muss man mir aber auch verzeihen, glaube ich. So, also im letzten Part haben wir die Polizeimotorräder geklaut, die wir für den Überfall brauchen. Und ich habe mich noch an der Mission da drüben versucht, soll heißen, diese Mad Dog Villa zurückzuerobern. Ist schön schief gegangen, weil ich nicht gewusst habe, wie lange das dauern würde. Beziehungsweise ich bin abgeknallt worden, da helfen mir auch meine neureichen Klamotten nicht. Und weil es danach eh nach Los Santos geht, würde ich doch vorschlagen, dass wir jetzt doch uns voll den Banküberfall erstmal widmen, wir erst später diese Mission machen, okay? Ich hoffe, das ist für alle okay. Gucken wir mal, was wir hier haben. Ach so, jetzt weiß ich, warum ich es nicht gemacht habe, ich Dödel. Weil die Zeit einfach nicht hinkam. Moment, kann man hier eigentlich spielen? Na, stecken wir mal die Waffen weg. Hier kann man doch garantiert spielen, oder? Das sieht mir sehr nach Blackjack aus. So. Ich würde sagen, wir können einfach mal $100 setzen, denn ich meine, wir haben ja eh Geld wie Heu. Weiter. Ich verstehe das hier gerade nicht. Ist die Karte, die... Ist das obere der Dealer? Oder... 20 oder 10? Was meint er damit? Ich kapiere es nicht. Sorry. Das verstehe ich gerade nicht. Das untere sind meine Karten, oder was? Na, 20 ist gut. Ach, das macht doch Spaß. Komm, das machen wir nochmal. So, ja, das passt. Ich habe 19. Das ist gut. Ja, ich hab's raus. Ich weiß jetzt, wie es geht. Zwei ist schlecht. Zwei ist schlecht. Noch eine Karte. 12 ist auch schlecht. Ah. Das macht Spaß. Ich habe eine Vorliebe für Glücksspielen. 17. So. Ach, Glücksspiel macht doch Spaß. So. Nee. 20 ist gut. Schade, dass man nicht noch höhere Geldsummen setzen kann. Weiter. 20 ist gut. Umschalt 11 verdoppelt. Ah, es ist doch. Ah, nein, 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 nein. Ich glaube, wir haben genug gespielt. Ah, Poker gibt es hier auch noch? Nee, das ist Roulette. Das ist Blackjack. Das ist wieder Roulette. Nee, Poker scheint es nicht zu geben. Poker gibt es nur an diesen Videoautomaten. Aber gut, ich bin jetzt nicht hier, um zu zocken. Können wir vielleicht ein anderes Mal nochmal machen? Ich brauchte jetzt einfach nur ein bisschen Zeit. Natürlich wieder super verschwendet. So, die Datei können wir überschreiben. Die brauche ich nicht mehr. Und dann würde ich mal gucken. Wir brauchen ja immer noch diese Keykarte von der Millie, dieser Angestellten aus dem Caligulas. Ich frage mich, ob ich mich da jetzt schon drum kümmern muss oder ob das noch Zeit hat. Das würde ich nämlich dann ganz gerne offline machen. Aber up in the way. Ah ja. Okay. Okay, we got the Während er box. labert, rede ich, We need to take care of the esse ich ein bisschen Marzipan, Now we okay? just gotta get an armored van and respray it with the Caligulas Casino logo. Why don't we steal one while it's on its rounds? That way we can make some money too. Nah, I don't want to get the crew caught up in some street level jack and it could get ugly. I have an idea.
Have you ever seen those helicopters they use to lift heavy loads? Yeah, they call them sky cranes. We could lift the whole truck and take them to someplace safe. Then we need to steal a sky crane. Unfortunately, I'm not a pilot. Me neither. Hey, don't look at me. Or me. Shit. Ah, das war lecker. We could respray it at the airstrip. Yeah, Carl. It'll be just like fighting Berkeley, only bigger. Yeah, thanks for that. Lübecker Marzipan, ey, saugutes Zeug. Mann, was bin ich eigentlich wieder heute für ein Vorbild? Ich hab gesagt, dass ich vorher keinen Bock hatte, dann mache ich Glücksspiel und dann esse ich vor live vor, aus der Kamera. Jetzt müssen wir einen Helikopter klauen. Die Zufahrtstore für das Tor, die öffnen sich nur für Militärfahrzeuge. Problem, sehr schwierig zu kriegen. Wird jetzt wieder eine Schießerei werden. Habe ich gerade nicht in Erinnerung, fällt mir aber gerade spontan ein. Ja. Im Moment sind gerade wieder die Steam-Angebote, also der große Summer Sale. Schlagt alle zu, wenn ihr ein Spiel sehr günstig kriegt. Passt auf, dass die Spiele, die jetzt auf -40% runtergesetzt sind, eventuell sogar noch bei 80 landen könnten oder so. Also nicht zu voreilig kaufen, aber sobald es irgendwie ein Blitzangebot ist oder so, wird es nicht billiger. Dann müsst ihr zuschlagen. Nur so ein kleiner Tipp. Wenn das Video hier hochgeladen wird, ist die Aktion noch im Gange. Jo, dann würde ich jetzt sagen, klauen wir mal einen Helikopter, der schwere Lasten transportieren kann. Fahren vorher noch über die Rampe. Ich habe zum Beispiel die Aktion jetzt genutzt, um mir GTA 3 zu kaufen, weil ich bisher noch nicht das Vergnügen hatte, GTA 3 zu spielen. Hab auch schon ein bisschen gezockt, aber ich würde sagen, wir warten einfach, bis hier das Tor auf ist und dann zack, fahren wir rein. Ja, this is a restricted area. Also denen passt offensichtlich nicht, dass wir hier sind. Haben sie aber Pech gehabt. Ui, der hat mich schon wieder empfindlich getroffen. Zum Glück habe ich unendlich Munition für diese Waffe. Oder zumindest ausreichend finden. Ja, ist gut, CJ. Du darfst ruhig mal nachladen. Eieieiei, die schießen ja aber auch scharf. Ich hatte ja völlig vergessen, dass ich es hier mit Soldaten zu tun habe. Kommt schon, ich lege euch alle um. Da oben ist auch noch einer. Boah, ich habe schon wieder fast alle meine Leben verloren. Was ist denn los? Man darf nicht ohne Schutzpanzerung in so eine Militärbasis betreten. Ja, genau, kratz ab. Ach du Scheiße. Ich muss wenigstens an die Schutzweste rankommen. Sind da draußen noch welche? Ah, ein Scharfschützen. Ah, da oben ist auch noch einer. Schnell rennen. Und sowohl die Leben. Boah, die schießen aber auch echt ohne Erbarmen. Noch ein Hufeisen einsammeln. Das ist zwar für unser Spiel nicht im geringsten wichtig, aber scheiß drauf. Hört endlich. Alter! Oh, du. Mann, geh vor die Hunde, Alter. Man könnte meinen, ihr seid Soldaten. Ach nee, ihr seid ja Soldaten. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich es überhaupt Leben zu diesem Heli schaffe. So, ein bisschen ducken sollte ich mich vielleicht schon. Da ist der nächste. Ciao. Immer schön die Waffen wechseln, dann lädt CJ nach ohne Animation. Wow. Man hat zwei Kampfhubschrauber geschickt. Ach du heilige Scheiße. Ach, der ist schon tot. Ran an die Minigun. So. Eingabe. Ich
krieg euch darauf. Könnt ihr euch verlassen? Zwei Hunter haben sie geschickt. Aber auf mich schießen tun sie auch nicht wirklich. Kann das sein? So, das war's für euch. Kann ich das Ding auch irgendwie verlassen? Danke. Boah, habe ich Leben verloren. Das, obwohl ich sie aufgefüllt hatte. So, ich hoffe, es sind jetzt keine weiteren Soldaten mehr. Nee, scheint nicht so. Dann mal rein in das schöne Ding. Begib dich zum Depot und hebe den Bankvan heraus. So. Das Ding hat eine Winde, wie ihr da unten seht. Also damit können wir einen Bankenvan durch die Luft transportieren. Ich will gar nicht wissen, wie stark dieses Ding hier ist. Aber wenigstens... Die Musik geht mir ein bisschen auf den Sack. Fängt ja schon wieder gut an. Und wieder dieser überdimensionierte Mond. Einer meiner treuesten Zuschauer hat mich darum gebeten, dass ich mal mit einem Scharfschützengewehr auf den Mond ziele. Sorry, Kumpel, dass ich es immer wieder vergesse, aber... Naja, jetzt weiß ich es ja. Ich hoffe, ich vergesse es diesmal nicht. Und ich hoffe, dass wir noch das Let's Play San Andreas bald abschließen können. Vielleicht kriege ich es noch Ende des Monats fertig, aber... Nee, ich lasse das spontan auf mich zukommen. Ich glaube, ihr habt keinen Stress. Und ich sehe es jetzt einfach mal als Chance für meine Abonnenten, dass sie sich jetzt alle in den Tagen, wo ich jetzt nichts gemacht habe, die ganzen Parts angucken konnten. Weil ich ja pro Tag oft zwei Parts hochgeladen habe. Ich meine, wer tut sich schon pro Tag eine Stunde Videomaterial von mir an? Das ist ja unmenschlich zu verlangen. Dass ihr jetzt alle die Chance hatte, das mal ein bisschen zu gucken. Die Aufrufzahlen, die sind... relativ niedrig, aber das habe ich auch nicht anders erwartet, dass die anderen Parts, also dass die ersten Parts immer ganz gut ankommen, ist bei Let's Plays die Regel. Danach lässt das deutlich ab. Jetzt muss ich mal gucken, wie war das? Mit zwei runter. Acht hoch. Hoch, habe ich gesagt. Eieiei, das ist auch echt immer so eine Fuddelarbeit hier. Vor allem, wenn man nicht mit der Maus anständig gucken kann. Ja, geht doch. Ich lasse das Seil noch ein bisschen weiter runter, damit der mir nicht zu sehr an dem Helik rumschlägt. Und jetzt geht's los. Zum Glück gibt es keine Zeitbeschränkung für diese Mission. Es wäre ja mega ätzend. Eieiei, ich fliege viel zu niedrig. Der Van könnte mir was weiß ich wohin klatschen. Das Problem ist, dass dieser Heli wirklich sich beschissen fliegt. Er steigt sehr, sehr langsam. Vor allem, wenn wir so einen tonnenschweren Van unten drunter haben. Aber gut, das schaffen wir alles schon. Aber das war auch cool mit dem Blackjack vorhin. Also ich habe es echt nicht spontan verstanden. Also ich musste einfach nur den Dealer, also das Haus, schlagen. Andere Spieler zu schlagen ist wohl gar nicht Sinn der Sache. Ihr müsst wissen, ich mag Glücksspiel, aber ich bin noch nicht so Casino erfahren. Ich war bisher nur einmal im Casino und da habe ich nur Roulette gespielt. Ich traue mich einfach nicht, gegen diese Poker-Profis oder so zu spielen. Dafür bin ich viel zu schlecht. Und es geht um viel zu hohe Beträge. Also zum Beispiel jetzt einfach mal 100 Dollar rauspulvern, wie wir es gemacht haben... Nee, das mache ich nicht. Da riskiere ich es viel eher, keine Ahnung, 5 Euro bei einem Roulette-Vorgang zu verlieren. Setz dann auf die Kolonne unten, da bin ich auch schon mit 15 Euro rausgekommen. Also, nee, Casino kann Spaß machen, man muss aber eben 18 Jahre alt sein. Das ist auch nichts für zwischendurch, da nimmt man am besten noch seine Freunde mit. Oh Gott, wie weit... Ach so, ich muss ja zu meinem Flugplatz. Das kann jetzt noch dauern. Ja, Leute, genießt den Flug. Ich vielleicht mache vielleicht doch mal Musik an. Aber nicht meine eigene, da gibt es ja immer Probleme. Ja, nicht das beste Lied, aber ich mache es einfach mal, damit es nicht allzu langweilig wird. Mal gucken, was könnte ich denn noch sagen? Ah ja, Let's Play Länge. Wir neigen uns in der Geschichte schon relativ dem Ende zu. Also, nachdem wir Las Venturas verlassen haben, geht's wieder nach Los Santos. Ja, hätte man ja auch nicht erwarten können. Glaubt ihr wirklich, CJ und so lässt das mit dem Viertel wirklich sein? Und das ist Vergangenheit? Nee, da geraten wir nämlich genau wieder rein. Und zwar, weil Sweet es möchte.
Ich weiß nicht genau, also diese Bandenkriege, die man später führen muss, soll ich das auch aufnehmen oder soll ich das lassen? Und naja, muss ich mal gucken. Eieiei, so, jetzt müssen wir das Ding erstmal landen. Oh, muss ich den jetzt wieder anheben? Oh, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Gott, ich hasse die Entwickler. Nein. Ah. Junge, 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 Junge. Ich hasse das. Das ist doch scheiße. Ah. Alter. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Nur wegen den paar Millimetern muss ich mir jetzt diesen Stress hier antun. Ah, es geht doch, Mensch. In der markierten Zone. Ich kann es kaum erwarten, aus diesem Mistding hier rauszukommen. So. Gut, geschafft. Nach langem, mühseligen... CJ. Fliegen. She still amazes me. Good looking. Where's Woozy? I don't know. He insisted on driving here himself. It could be anywhere. Yeah, I guess. All right, dude, I'm out of here. I'll see y'all later. Der Kerl ist wahrscheinlich auch der einzige weltweit, der blind einfach Auto fährt. Mission erfüllt. Ja, Respekt erhöht. Das ist schön. So, dann schnappen wir uns noch das bisschen Geld. Prima, haben wir genau all das wieder drin, was wir im Casino verloren haben. Ich habe wieder keine Stoppuhr. Ich weiß nicht, wie lange ich gespielt habe. Gut, warten wir mal den Anruf an. Carl, it's Woozy. Hey, what's up, man? You get that passkey yet? Nah, but I'm working on it. What's the problem, friend? Just get her in the sack, make her happy and grab the card. Hey, you should know you can't rush the seduction of a lady. Okay, just give me a call when you got it. Alright. Okay, also es scheint so, als würden wir unserer Mission immer näher kommen, die Bank, also es ist ja keine Bank, es ist ja ein Casino, auszuräumen. Nur haben wir noch nicht die Zugangskarte, also die wir mit der Mission Key to a Heart machen sollten. Ich würde jetzt ehrlich gesagt sagen, weil ich einfach keine Lust habe, das zu daten, auch nicht offline, dass ich sie einfach abknalle und die Karte nehme. Tut mir leid um Millie, aber ich teile ihr erstens ihre sexuellen Vorlieben nicht, zweitens habe ich schon eine Freundin und drittens ist es einfach so ein bisschen zeitsparender, muss man sagen. Denn wenn man sie tötet, kann ich einfach die Karte aus ihrem Haus abholen. Ist das nicht praktisch? Frauen sind doch nicht ganz immer so umständlich, wie ich dachte. So. Aber wo wohnt denn die Alte nochmal? War das noch ein bisschen weiter hinten? Ah ja. Hier lang zu fahren war jetzt doof. Hier ist eine Mauer. Es gibt hier aber eine Sprungschanze, wenn ich mich nicht irre. So, nicht ganz so schnell, damit ich nicht so übers Ziel hinausschieße. So. Perfekt, sie ist da. Das heißt, wir können es schnell hinter uns bringen. Hi, honey. What's going on, baby? Hey, let's eat. Hey, I'm here to serve you. Out of the way. Let me show you. Deine Freundin ist tot. Ach, wie schade. Das tut mir wirklich leid, Millie, aber es ist für meine Abonnenten. Ach komm, Bulle, mach dich nicht lächerlich. So. Habe ich einen Platten in mein Motorrad geschossen, nicht Depp? Wo bleibt eigentlich der scheiß Anruf? Fährt der rückwärts? Ach, Frau am Steuer. Tja, ich würde sagen, speichern wir erstmal. Das schadet sowieso nicht, weil ich keinen Bock habe, diese Mission mit dem Bankenvan nochmal zu machen. Für den Fall, dass mich die Bullen jetzt schnappen. Was blöd wäre bei nur einem Fahndungsstern. Mann, geht mir aus dem Weg. So. Brauche ich nur die Karte mitzunehmen. You better wake up in there.
Und ich glaube, dass wir schon so weit sind, dass die nächste Casino-Mission die Breaking the Bank at Caligula's, also der Überfall, sein kann. Moment, wir haben doch gespeichert beim Flughafen. Egal, speichern wir nochmal. Ich weiß sowieso nicht, wie lang der Part geworden ist. Ich hätte das mit dem Blackjack sein lassen sollen, aber ich habe eben noch nie das Blackjack hier gespielt, obwohl ich GTA so lange kenne. Das muss einfach mal sein. So, jetzt müsste eigentlich Wusi mal langsam anrufen. Oder auch nicht. So, zur Sicherheit speichere auf. Ich hoffe mal auf einen neuen Spielstand. Ah, da kommt der Anruf. Ich musste wohl nur die Bullen loswerden. What is the hold up with that security pass, CJ? Man, it been a slight setback. What kind of setback? Well, more of an unfortunate accident. It's Millie. She dead. What the fuck? How? When? Well, we was hanging out and shit got fucked up. That's all I'm saying, man. Well, her pass will probably be in her house. You gotta break in and get it. Shit, you're right. Hey, I'ma call you when I get the call. So, da haben wir es. Wir müssen jetzt einfach nur noch das Catcher abholen. So. Ich glaube, das dürfte unseren Rahmen des Parts auch nicht sprengen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich vielleicht so um die 20 Minuten jetzt schon spiele. Der Überfall dauert relativ lange. Ich weiß gar nicht, ob ich das in einem Part hinkriege, aber eigentlich müsste das gehen. Solange ich zumindest nicht irgendwas anderes meine, noch machen zu müssen. Las Venturas bei Nacht ist hübsch. Also, Las Vegas ist in Sachen Casino ja eigentlich auch schon ein alter Hut. Also, was ja jetzt angesagt ist, international, ist Macau. Viel geiler als Las Vegas. Und vor allem auch mit ausreichend Wasser. Ich glaube, es ist sogar noch pompöser. Also, diesmal haben die Asiaten es wirklich gut kopiert. Yeah, schöner Sprung. Nur eine blöde Landung. Eine sehr blöde Landung. CJ, komm da runter, wie auch immer du da hochgekommen bist. Dann rennen wir schnell zu Millies Haus und holen in ihrem SM-Studio, was anscheinend das einzige ist, was sie besitzt, ein SM-Studio, die Karte ab. Damit wir dann hoffentlich den Überfall machen können. Dann kehren wir zurück nach Los Santos. Alter, diese Bude ist mir echt unheimlich. Aber hier haben wir die Keycard. Mehr gibt's hier nicht zu sehen. So, das hätten wir. Carl, it's me. You the man. Get back to the Four Dragons and we can get on with this thing. See you in a minute. Jo, okay, also dadurch, dass jetzt der Besitz der Karte Voraussetzung fürs weitere Vorgehen war, gehe ich einfach mal davon aus, dass jetzt auch die Zeit gekommen ist für die Mission. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Vielleicht habe ich auch mal wieder eine Kleinigkeit vergessen, aber das glaube ich nicht. So. Fahren wir schnell zurück zum Four Dragons Casino, dann speichere ich nochmal. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir beim Überfall scheitern, jo, doch gegeben ist. Ich war mal wieder total scheiße, aber GTA eben. Wer ist da schon ein vorbildlicher Fahrer? Diese Autos hier sehen mir auch nicht toll aus. Jo, jo, jo. Hi ho, hi ho. Wir sind vergnügt und froh. Da 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 da. Hi ho, hi ho, hi ho. Kennt ihr dieses Lied? Ich will es doch schwer hoffen. Wer es nicht kennt, der sollte sich was schämen. Der hat in seiner Kindheit erheblich was verpasst. Ich habe das Original gesehen. Da sitzt mein Opa noch in irgendeiner Schublade mit so einer alten Filmrolle. Kennt die 90er-Generation wahrscheinlich schon gar nicht mehr. So eine Filmrolle. Oh, Killer Easy spielt auch San Andreas. Hi, Kumpel. An dieser Stelle mal einen schönen Gruß. So, so, anscheinend brauchen wir die Sicherung ja nicht mehr. Und wir machen dann im nächsten Part weiter. Hoffentlich mit dem Überfall. Bis dahin, ciao, ciao.